Heute beginnt der Straßenkarneval. Es ist Weiberfastnacht. Und wir schreiben das Jahr 2015. Und wir sind hier auf der Severinsstraße. An der Severinstorburg wurde das Stück von Jan und Griet aufgeführt. Das ist eine tolle Legende aus dem alten Köln. Veranstaltet von dem Reiterchor Jan von Weert von 1925. Und die Veranstalter noch eine Zug. Der Zug geht. Der Zugweg geht vom Severinstor bis zum Altermarkt. Also größere Umzüge, soweit mir bekannt, gibt es in Köln 11 Stück. Auch schon der Nachwuchs ist mit voller Freude dabei. Ich glaube, die meist gesprochenen Wörter sind Kamelle und Kölle Alaaf. Das sind doch herrliche Kostüme. Was für eine Menschenmenge! Es kommt eine wirklich tolle Truppe. Am Sonntag geht hier wieder der Schull- und Fädelszug. Ja, Montag ist natürlich hier der Höhepunkt, der Rosenmontagszug. Thank you.
wirklich tolle Kostüme und was da für eine Arbeit drin steckt. Ich war ja auch schon mal in so einem Verein, aber ein Indianerverein. Da hat man das ganze Jahr im Kostüm gearbeitet. Mit vielen kleinen Perlen habe ich da gearbeitet. Die Truppe hier, die hatte gleich eine tolle Idee. Der Reiterkorps Jan von Werth ist in 4 Schwadronen aufgeteilt. Die Kurkapelle wurde 2014 gegründet, hat etwa 35 Mitglieder. Und die haben sehr viele Auftritte während der Saison. Die waren sie ja schon mal beim Trachtenumzug beim Münchner Oktoberfest. Wie schon gesagt, 1925, am 10. Februar, wurde der Reiterchor gegründet. Aus einem Stammtisch raus, der ist durch fidele Heere. Lustige Herren oder so ähnlich so besetzt. Also 26 hatten die schon die erste Sitzung.
1927 haben sie schon am ersten Umzug teilgenommen. Nein! Nein! 1928 dann am ersten Rosenmontagszug mit 26 Pferden. ...1978 hat der Tanzchor das erste Mal an der Stäubenparade teilgenommen. ...1986 bei der Expo in Vancouver. Und 1994 wieder zur Stäubenparade. Dreimal hat der Reiterchor schon Prinz Bauer und Jungfrau gestellt. Das ist ja doch schon ein ganz schön langer Zug. In der Straße hat übrigens Trude Herrer ihr Theater. Ja, einige waren, glaube ich, sieht man im Rosenmontagszug wieder. Ich habe jetzt die erste Tafel Schokolade gefangen. Ist ja stark süß. Ja, lang dürfte der Zug eigentlich nicht mehr sein. Ich habe hier einen ganz passablen Platz gefunden. Kölsche Mädchen, Kölsche Junge sind im Herjotjotje Lunge. Die Häste fein parat gemalt. Auch wieder so ein toller Wagen. Das war Weiberfastnacht 2015. Wenn euch gefallen hat, dann kommt doch nächstes Jahr selber mal vorbei. Tschüsschen!